Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich heute und zwar auf dem Stand der Logimat und das heißt auf der Messe Logimat. Wir sind im Moment auf dem Stand der Firma Ortec. An meiner Seite der Herr Erdner. Herr Erdner, für Sie eine Frage. Sie sind das erste Mal auf der Logimat, oder? Auf der Logimat waren wir schon einmal, aber es ist eine sehr wichtige Messe, die wir in diesem Markt sehen und deswegen ist es ein wichtiger Fixpunkt im Jahreskalender für uns, ja. Genau, das heißt also, man hört nur Gutes von der Logimat, viele, viele Aufsteller. Sie haben einen Grund, warum Sie heute hier sind. Mit welchem Produkt werden Sie heute sich hier profilieren? Das Kernprodukt ist sicher unser Ortec Leo, der Logistics Execution Optimizer, mit dem wir integriert Routen- und Tourenplanung und Beladeplanung und Beladeoptimierung innerhalb von SAP anbieten können. Gerade für Unternehmen, die größeren Fuhrpark haben und größere Mengen von Dienstleistern täglich in Anspruch nehmen, ist das ein besonders wichtiger Punkt, um die Transporte so effizient wie möglich abwickeln zu können und zwar in Kombination mit Beladeplanung und Routen- und Tourenplanung. Parallel dazu haben wir aber andererseits auch Produkte, die außerhalb von SAP platziert sind, weil nicht jeder Dienstleister SAP im Einsatz hat und auch diese Klientel wollen wir natürlich zufriedenstellen und glücklich machen. Ihr Haus sitzt in Wildeshausen. Welchen Markt oder sage ich mal, welchen Umriss in Deutschland oder in der Welt decken Sie ab? Welche Länder? Wir decken weltweit den Markt ab. Wir haben Büros in USA, aber auch in Asia Pacific. In Europa haben wir gerade in Frankreich ein Unternehmen noch akquiriert, in Paris Blukeisen, weil wir uns dort auch weitere Punkte erhoffen, um unsere Kapazitäten und Kompetenzen im Bereich Advanced Planning and Scheduling und Operations Research zu erweitern. In UK selbstverständlich sind wir auch vertreten, aber auch Bukarest in Rumänien und ja, so können wir global sicherstellen, dass wir überall unsere Kunden zufriedenstellen. Kosten sparen, optimieren, großes Thema in der heutigen Zeit. Es geht immer ums Geld, ganz klar. Ich nehme an, bei Ihnen sowieso auch. Sie helfen mit. Was sehen wir hinter uns eigentlich? Jetzt können Sie uns mal helfen. Ja, danke. Ja, was wir hier sehen, das gibt einen kurzen Überblick, fasst die wichtigsten Screens-Elemente zusammen. Einerseits hier der Bereich der Routen- und Tourenplanung, wie er aus einem SAP-System herausgenommen wäre. Andererseits hier die Beladeplanung. Man sieht schön die Visualisierung, kann die Paletten verschieben, anordnen, die Belademuster zusammenstellen und andererseits natürlich auch Integration im Kommissionierungsbereich. Gerade wenn es darum geht, Mischpaletten zusammenzustellen, dann ist es wichtig, dass auch der Kommissionierer in der richtigen Reihenfolge angeleitet wird. Hier sehen wir direkt in einer SAP-Umgebung eben unseren Schirm. Wir haben da in unserem Büro in Wildeshausen eine eigene SAP-Installation laufen. Was wir hier erkennen können, sind die Aufträge, die zu verplanen sind und die noch nicht verplant sind. Was wir hier herüben sehen, natürlich Kartendarstellung von den schon geplanten Touren, die ich hier in den einzelnen Punkten aufgeführt habe und hier haben wir verschiedene Ressourcenkombinationen, LKWs plus Trailer, mit denen ich diese Transporte abbilden kann. Das Schöne ist, ich kann hier durch Drag and Drop sofort Transportaufträge zusammenstellen und Lieferungen zusammenstellen und sehe hier in Echtzeit sofort die auf mich zukommenden Kosten, die Tariftabellen, der Dienstleister sind hinterlegt und damit hat der Planer und Disponent sofort absolute Transparenz über diese Kosten. Das ist gerade in der heutigen Zeit ein besonders wichtiger Punkt, da sehr oft heute noch in vielen Unternehmen geplant wird und eigentlich nicht wirklich bekannt wird, was tatsächlich diese Transporte und Routen dann tatsächlich kosten. Einen weiteren Screen habe ich hier noch vorbereitet, zum Beispiel auch innerhalb von SAP, dann noch die Beladung von größeren Trailern und Aufliegern. Hier habe ich die Liste der einzelnen Produkte, die direkt aus der Order in SAP übernommen werden können, aus der Sales Order und damit dann sofort Beladevorschläge für den Disponenten generiert werden, beziehungsweise auch alleine durch diese Visualisierung kann der Anwender sofort erkennen, okay, dieser LKW wird vermutlich eine Spur zu groß für diesen Transportauftrag sein, beziehungsweise welche weiteren Transportaufträge führe ich hier idealerweise dazu, um diese Ressource so optimal wie möglich zu verwenden.
Ja, parallel dazu gibt es eben auch noch unsere Standalone-Produkte, die auch die Funktionalität der Transportplanung, Transportoptimierung abdecken von der Orderverwaltung, aber dann als Standalone-Version, so dass es in jedes beliebige ERP-System integriert werden kann. Diese basieren auf unserem Comtech-Framework, das ist eben eine moderne Architektur, die so enabled ist, und auf dieser Architektur ist es möglich, dann jede beliebige weitere Lösung anzudocken und funktional einzubinden. Das hat den großen Vorteil, dass dann über mehrere fachliche Bereiche hinweg Optimierungsalgorithmen laufen können, denn wir haben hier immer unzählige Zielkonflikte. Einerseits möchte ich eine ideale Route zusammenstellen, die so kurz wie möglich ist. Andererseits passt aber dann die Reihenfolge vielleicht nicht für die Kundenzeitfenster. Das heißt, ich muss irgendwo einen Kompromiss machen. Entweder bin ich ein bisschen länger unterwegs und treffe die Kundenzeitfenster, weil ich die in einer anderen Reihenfolge anfahren muss, oder ja, ich suche die kürzeste, aber muss halt dann dem Kunden sagen, ich kann das nicht in dem Zeitfenster liefern. Dasselbe gilt aber auch für die Beladeplanung. Idealerweise stapelt man schwere Waren nicht auf leichte Waren, weil sonst die Waren zerstört werden. Und die Reihenfolge der Waren ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie soll der Fahrer dann die Ladung ausladen, wenn er zuerst den halben LKW auf die Straße stellen muss, um an die Ware zu kommen? Dann hilft mir die effizienteste Beladeplanung nichts, wenn dadurch die Verwaltungszeiten oder administrativen Zeiten, Handlingzeiten so massiv nach oben schießen, dass dann der ganze Gewinn verloren geht. Und diese integrierte Optimierung, das bezeichnen wir eben als Advanced Planning and Scheduling, die Berücksichtigung von verschiedensten Kriterien, Einschränkungen, Regeln. Darunter fallen dann auch Achslastpositionen, zum Beispiel wie hier durch den grünen Punkt markiert, dass Gewichte eingehalten werden. Weil wenn ich die Beladung optimiere, dann nachher kann es sein, dass womöglich die ganzen schweren Sachen hinten sind. Und das bringt mir natürlich nichts. Das heißt, ich muss schauen, dass ich das irgendwie aufteile, aber andererseits will ich die Chargen nicht zu stark vermischen. Ja, das sind so in kurzen Worten, denke ich, ist ein Abriss. Genau, natürlich, was wir noch dem ganzen Thema, was man da jetzt nicht sieht, was man dem ganzen Thema noch vorlagern, sind natürlich dann auch die taktische Rahmenplanung, Rahmenturplanung, wenn es darum geht, eben Liefertage zu bestimmen bzw. Regionen aufzuteilen, unter mehreren, wo mehrere Kunden sind, die von verschiedenen Depots bedient werden. Und was da dazu kommt, ist dann auch natürlich noch das Order Forecasting, weil gerade im Mineralölbereich, wo wir auch sehr stark sind, zum Beispiel die Belieferung der Tankstellen, dort kann ich 3000 Liter oder 10.000 Liter super abliefern. Nur was nie passieren darf, ist, die Tankstelle darf nicht trocken werden. Und deswegen muss man die dann so optimal wie möglich anfahren. Auch das kann man berechnen und auch das sehen wir als Teil unserer Optimierungsaufgaben. Prima. Dann darf ich mich erstmal recht herzlich bedanken, Herr Erdner. Ich bedanke mich vorab. Ja. Herr Erdner, Frage noch persönlich, und zwar Ortec, Firma Wildeshausen. Wie lange gibt es Ihr Haus? Ortec gibt es schon seit 1981. Das heißt also, wir feiern im 1. April diesen Jahres unser 30-jähriges Jubiläum. Und das ist für ein Softwareunternehmen in diesem Markt schon was Besonderes. Es zeigt uns aber andererseits auch gerade die aktuelle Entwicklung. Gerade letztes Jahr konnten wir 86 neue Kunden gewinnen und auch unsere Umsätze signifikant steigern. Wenn wir das vergleichen mit den Ergebnissen anderer Unternehmen im Softwarebereich, dann zeigt uns das, dass dieser Markt des APS, Advanced Planning and Scheduling, ein starker Zukunftsmarkt ist. Also kein Newcomer, kein Start-up, richtig schon alt eingesessen, 30-jähriges. Vorab schon mal herzlichen Glückwunsch. Mache ich mal so, vielleicht sehen wir sogar, dass wir uns nochmal, dass wir bei Ihnen reinschauen während der Ausstellung. Ich nehme an, das ist auch eine Messe oder sonst irgendwie was. Ansonsten viel, viel Erfolg auf der Messe, auf der Logimat und gute, gute Geschäfte. Merci, Dankeschön. Herzlichen Dank.